Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christopher Leichtfeiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Entwicklung, Umsetzung und Überwachung einer persönlichen Anlagestrategie, mit Sicherheit ein Thema, über das wir viele, viele Stunden sprechen könnten, respektive auch diskutieren, weil es hier nicht den einen korrekten handwerklichen Weg gibt, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zu einer sinnvollen Anlagestrategie kommen kann, wie man diese natürlich auch im Nachgang über unterschiedliche Investmentwerkzeuge umsetzen kann. Und die Idee hinter diesem Webinar ist, Ihnen mal einen Überblick zu geben und vor allem auch aus der Perspektive eines klassischen privaten Anlegers, der keinen Restriktionen unterliegt, wie beispielsweise ein betrieblicher Anleger, der in Bilanzstichtagen denkt, der vielleicht auch stille Reserven im Blick haben muss oder in einem sonstigen Investmentgremium hier entsprechend reguliert ist. Also hier wirklich frei aus der Perspektive eines privaten Anlegers. Wir steigen auch direkt in das Thema ein, kurz zu meiner Person. Ich glaube, ja, weder Blogger noch Journalist. Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Aspekt. Ich habe mir auch nicht alles im Selbststudium beigebracht, sondern habe verschiedene, ja, Fortbildungen und Ähnliches absolviert. Aber das ist ein Randthema. Wir wollen uns ja wirklich um die konkreten Themen kümmern. Also, welche Vermögensklassen gibt es eigentlich? Wie formuliert man eine Anlagestrategie? Wie kann man historische Krisen einordnen? Und was sind eigentlich zukunftsgerichtete Risikokennzahlen? Und welche Relevanz haben die auch? Oder welche Sinnhaftigkeit können die vielleicht auch haben? Und abschließend noch so ein kleiner Teil. Was habe ich eigentlich an externen Kosten? Und vor allem auch, wie kann ich persönliche Anlegerfehler reduzieren? Weil meines Erachtens die persönlichen Anlegerfehler, die natürlich für uns Menschen immer dann entstehen, wenn wir uns von unseren Emotionen leiten lassen, wenn wir von Presseberichten, von Erfahrungen, von Freunden und Kollegen natürlich hier auch uns ein bisschen in den Herdentrieb hineindrücken lassen. Das sind, glaube ich, die großen Punkte. Und die Idee hinter der Formulierung einer Anlagestrategie, die liegt genau darin, eben diese persönlichen Anlegerfehler so weit wie es geht zu reduzieren, um wirklich hier auch langfristig die Renditen zu generieren, die der Kapitalmarkt hier auch entsprechend bietet. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Sie sind ja alle mit der Konferenzsoftware entsprechend vertraut. Sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich direkt darauf ein. Sofern es im Kontext an einer späteren Stelle passt, werden wir es dann diskutieren. Aber alles in allem werden wir natürlich alle Fragen beantworten, soweit wir das hier im Zeitverlauf entsprechend auch gut hinbekommen. Ich denke, so rund 40 Minuten plus dann entsprechend nochmal Fragerunde ist für den heutigen Abend eine ganz gute Range eben hier an der zeitlichen Budget. Wir gucken dann immer direkt auch mal hin und schauen uns mal an, welche Faktoren gehen überhaupt in die Herleitung einer Anlagestrategie mit ein. Ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, weil auch die Regulierung, wenn Sie heute zu einer Bank gehen und sich über Wertpapiere beraten lassen oder wenn Sie bei einer Direktbank ein Wertpapierdepot eröffnen, dann werden verschiedene Themen abgefragt. Die Idee des Regulators, des Gesetzgebers, insbesondere nach der Finanzkrise, die ist derart geleitet, dass man sagt, okay, wir haben ja ein schutzbedürftiges Individuum. Wenn jemand ein Wertpapier kauft, dann muss er verstehen, welche Chancen und Risiken mit diesem Wertpapier zusammenhängen, ob er das in seinem Gesamtkontext auch insgesamt tragen kann. Und dementsprechend das Ganze sehr, sehr stark von einer Regulierung geprägt. Im Ergebnis haben wir weniger echte Beratungsleistungen. Aber ich glaube auch, dass wir deutlich machen, dass das ähnlich wie im Supermarkt ist. Ja, Sie können problemlos Schokoriegel dort erwerben. Der einzelne Schokoriegel, der wird von seiner Konsistenz und der Zusammensetzung so sein, dass er für Sie nicht ungesund ist. Aber wenn Sie eben 100 Schokoriegel innerhalb von 2 Wochen essen, dann gibt es eben keine Instanz, die da eben dazwischen geht. Und das ist auch so ein bisschen das Thema Regulierung, was wir im Finanzbereich haben. Dementsprechend, wenn wir weggehen von der Brille des abwickelnden Finanzinstitutes, das wir ja immer brauchen, um Wertpapiertransaktionen umzusetzen, eben auf die persönliche Ebene, die uns interessiert, dann gehen wir natürlich immer von unserem finanziellen Ziel aus, ob das das Thema Ruhestandsplanung ist, ob es das Thema Kapitalaufbau einfach über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren ist, ob Sie einfach nur Liquidität parken können. Am Ende des Tages haben wir immer irgendwelche Lebensziele, die wir mit einem Kapitalbetrag versehen können. Und dann sind sie eben ein finanzielles Ziel. Und dann gilt es eben mal zu definieren, wo sind wir denn eigentlich von unserem wo sind wir denn eigentlich von unserem Vermögensbildungspotenzial überhaupt? Wo wollen wir hin? Und welche Rendite brauche ich letztendlich, um da entsprechend hinzukommen? Und Sie sehen schon hier, diese Rendite, das ist eine mathematische Größe,
Und das macht natürlich schon mal Sinn, das mal grundsätzlich zu berechnen und sich zu überlegen, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte in 10 Jahren einen Kapitalbetrag von X Euro angespart haben, dann zu schauen, welches Vermögen habe ich heute, was habe ich in den nächsten 10 Jahren noch an Vermögensbildungspotenzial, also Überschüsse, die ich hier zusätzlich einbringen kann im Laufe von oder im Wege von laufenden Sparraten. Und dann kann man schon mal plausibilisieren, inwieweit das Ganze hier realistisch ist oder vielleicht auch eben nicht so wirklich vernünftig darstellbar. Ein wesentlicher Aspekt, den wir allerdings nicht beeinflussen können, das ist hier das Kapitalmarktumfeld und das ist natürlich der Aspekt zum einen das Zinsniveau, also sprich die Zinsen, wie sie von den Notenbanken festgelegt werden, zum anderen natürlich die Kapitalmarktrenditen, wie sie sich bei festverzinslichen Wertpapieren aus Angebot und Nachfrage ergeben und dann eben zusätzlich natürlich auch hier die Risikoaufschläge, die man eben bereit ist, für verschiedene Bonitäts- und Laufzeitrisiken entsprechend zu tragen. Also für Anleihen das Ganze noch relativ simpel. Da können wir uns die aktuellen Einkaufsrenditen anschauen, können plausibilisieren, inwieweit wir die hier eingepreisten Ausfallraten für realistisch halten. Und dann kommen wir doch mit einem Blick auf die verschiedenen Zinsstrukturkurven für die unterschiedlichen Bonitäten zumindest zu einem gewissen Gefühl, was wir mit festverzinslichen Wertpapieren hier verdienen können. Für Aktien ist das Ganze deutlich schwieriger. Die Kennzahl, die sich hier herauskristallisiert hat als Indikator, ist im Endeffekt das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, also die Gewinne der letzten 10 Jahre, inflationsbereinigt pro Aktie, das dann gerne auch noch auf der Indexebene entsprechend hier geglättet. Und das war dann typischerweise eben für die nächsten 8 bis 12 Jahre ein ganz vernünftiger Indikator. Wenn man das noch mit Preis-Buch-Faktoren verknüpft, hatte man einen ganz guten Indikator, der ohnehin das bestätigt, was wir, glaube ich, alle wissen. Je höher Sie die zukünftig erwarteten Erträge heute bezahlen, desto niedriger sind natürlich auch die erwarteten Erträge für die Zukunft. Sie sehen das Thema ja momentan im Immobilienbereich. Ähnliches, ja, wenn die Mieten bei weitem nicht so stark steigen wie die Immobilienpreise, dann sind natürlich die Ertragserwartungen aus der Immobilie natürlich geringer als in der Vergangenheit. Das nächste, was wir uns anschauen, ist die finanzielle Risikobereitschaft. Hier möchte ich Sie bitten zu differenzieren zwischen der finanziellen Risikobereitschaft, die Sie als Persönlichkeitsmerkmal haben, also sprich derjenige, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, gerne einen laufenden Einkommensstrom hat, der keinen großen Schwankungen unterliegt, der ist vielleicht eher angestrebt, sich verbeamten zu lassen oder auch eine klassische Angestellte-Tätigkeit auszuüben. Derjenige, der sagt, okay, ich bin bereit, mehr Risiken nach oben und auch nach unten zu nehmen, also positiv wie negativ, der geht vielleicht eher in die Selbstständigkeit oder in die unternehmerische Position hier. Und das sind Themen, die sich ja nicht permanent verändern. Also sprich, wer sich einmal verbeamten lässt, dass der sich eine Woche später selbstständig macht, ist relativ unwahrscheinlich. Die finanzielle Risikobereitschaft an der Stelle, die kann man messen, ist ein sehr, sehr stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Hier zeigt auch eine Vielzahl von Studien, dass die sich auch durch Kapitalmarktbewegungen, wie zum Beispiel auch eine globale Finanzkrise in den Jahren 2008, 2009, nicht wesentlich verändert hat bei den Personen, bei denen man das derart auf wissenschaftlicher Basis ermittelt hat. Was sich verändert, das ist die finanzielle Risikowahrnehmung. Also dementsprechend, wenn wir starke Kursrückgänge haben, dann werden Risiken stärker wahrgenommen. Wenn wir feststellen, dass unsere Freunde im Endeffekt auf der Geburtstagsparty alle nur über ihre Verluste am Aktienmarkt sprechen, dann wird natürlich die Risikowahrnehmung deutlich geschärft und das führt eben häufig zu diesem prozyklischen Anlegerverhalten. Bestehende Vermögensstruktur, auch das war ein Aspekt, den wir natürlich berücksichtigen müssen. Unser Vermögen besteht natürlich aus weitaus mehr Faktoren als nur dem Wertpapierdepot, sondern wir haben natürlich Rentenansprüche, die Sie durch die Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung erwerben, Ansprüche an die Beamtenpension, die durch das Dienstverhältnis begründet sind, gegebenenfalls noch betriebliche Altersversorgungsansprüche, die auch wiederum aus dem Arbeits- und Dienstverhältnis entstehen können. Also das sind alles Punkte, die wir im Gesamtkontext im Blick haben müssen. Und dementsprechend, wenn wir uns mit dem Thema Anlagestrategie beschäftigen, gilt auch ganz klar die Frage auch zu definieren, über welchen Teil des Vermögens sprechen wir? Was wollen wir uns hier entsprechend anschauen? Ziehen wir uns nur aufs liquide Vermögen? Wollen wir illiquide Vermögensbestandteile, wie beispielsweise im Rentenanwartschaften, wie bestehende Altersvorsorgeverträge mit einbeziehen? Oder haben wir eher diesen fokussierten Ansatz? Humankapital, auch das nochmal der Aspekt. Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie sich heute als Anwalt selbstständig gemacht haben und wenig Orientierung haben, wie ihre Einkommensströme aussehen oder ob sie ein Beamter sind, der bereits seit 15 Jahren verbeamtet ist und dementsprechend eine relativ gute Wahrscheinlichkeit auch hat, seine
Renten- und Pensionsleistungen hier entsprechend vernünftig abzusehen. Also, das gilt zu definieren. Das sind die Einflussfaktoren vom Big Picture her. Und das auch durchaus ein Punkt, den man nicht überspringen sollte. Also sich wirklich hier auch klar zu machen, wo stehe ich da, was sind Aspekte, die mich hier berühren und vor allem das auch zu plausibilisieren. Gerade der Punkt der erforderlichen Rendite im Abgleich mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld, der ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann auch der Abgleich der finanziellen Risikobereitschaft mit dem Kapitalmarktumfeld, weil Sie können heute noch durchaus eine Rendite von laufend 4% mit einem Portfolio herstellen. Die Frage ist nur, ob die Vermögensklassen, die dazu notwendig sind, also Anleihen mit höheren Bonitäts- oder Laufzeitrisiken, Aktien mit hoher Dividendenrendite und ähnliches, ob dann eben diese Struktur des Portfolios zur finanziellen Risikobereitschaft passt. Und das ist für jeden Anleger entsprechend hier anders zu beantworten. Also, das ist die strategische Perspektive, die wir einnehmen sollten. Und dann natürlich auch, niemand von uns hat nur ein einziges Ziel, was er mit seiner Anlagestrategie verfolgt, sondern typischerweise hat man mehrere Ziele. Und da diese Ziele häufig nicht ordentlich definiert werden, vielleicht auch verschwimmen, ist natürlich auch die Messung des Erfolges sehr, sehr schwierig. Also sprich, wenn ich den Wert meines Vermögens bewahren möchte, dann gilt es erstmal zu definieren, heißt das im Endeffekt vor oder nach Einbeziehung der Inflation. Und da ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, wenn Sie heute eine Nullverzinsung auf dem Tagesgeldkonto haben und Sie haben eine Inflationsrate in Deutschland von 2%, dann wissen Sie, dass Sie nach Abgeltungssteuer mindestens 2% verdienen müssen, um Ihre Kaufkraft konstant zu halten. Das heißt, Sie haben ein Renditeziel von 2% plus Inflation. Und da sehen Sie natürlich schon, wenn Sie nominal denken, können Sie das Geld auf dem Tagesgeldkonto lassen und Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wenn Sie aber hier wirklich die Inflation einbeziehen, dann haben Sie natürlich ein Renditeziel, was irgendwo bei 2,5% liegt. Und für 2,5% Rendite vor Steuern müssen Sie natürlich schon entsprechende Wertpapiere investieren. Sie tragen ein gewisses Schwankungsrisiko, Sie tragen unterschiedliche Arten von Risiken. Und da sehen Sie schon, dieses Thema Erfolgsmessung hängt, kann nur dann sauber gemacht werden, wenn Sie vorher auch entsprechende Ziele mal sauber definiert haben. Dann ein anderes Ziel wäre zum Beispiel Wachstum ohne zu viel Risiko. Das Thema Risiko möchte ich noch an konkreten Beispielen dann gleich mal genauer erläutern, was das eigentlich genau bedeutet im Kontext des Portfolios. Oder will ich vielleicht auch regelmäßig Kapital entnehmen, weil eben hier ich meine aktive Erwerbstätigkeit bereits abgeschlossen habe und dementsprechend hier das Vermögen so strukturiert werden muss, dass ich eben hier wirklich laufend Gelder entnehmen kann, um zum Beispiel meinen Ruhestand zu finanzieren, um vielleicht auch erhöhte Ausgaben dann zu finanzieren, die sich eben aus den 365 Tagen Urlaub im Jahr ergeben. Was die Basis von jeder Anlagestrategie sein sollte, auch hier ein Aspekt, der in vielen Fällen vernachlässigt wird, überhaupt mal klar darzustellen, wie sieht eigentlich meine private Vermögensbilanz aus? Was habe ich eigentlich an Vermögenswerten? Habe ich Immobilien? Gibt es Kredite, gibt es noch Versicherungen, was ist auf Konten, was ist auf Depots, habe ich vielleicht noch latente Verbindlichkeiten aus Steuerzahlungen, weil ich mal ein Haus übertragen bekommen habe, muss aber meinen Bruder in 10 Jahren nochmal mit einer entsprechenden Summe ausbezahlen. Also hier die entsprechende Darstellung der Vermögenswerte, die ist wirklich wichtig und häufig stellen wir hier auch fest bei privaten Anlegern, dass das gar nicht so trivial ist, weil die Werte müssen erstmal zusammengesucht werden. Es ist ein bisschen Flickenteppich und vor dem Hintergrund muss man hier ganz klar sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, das mal ordentlich zusammenzustellen. Auch hier habe ich später noch einen Link für Sie. Was darüber hinausgehend noch sehr, sehr wichtig ist, ist mal eine klare Einteilung auch der Vermögenswerte. Und typischerweise haben wir drei wesentliche Kennzahlen. Das eine ist das Risiko. Ob Sie das jetzt mit Schwankungsbreite definieren, also wie stark ein Vermögenswert wie eine Aktie oder eine Anleihe schwanken kann, oder ob Sie das mit dem Thema Rendite definieren, also sprich, welche Renditeerwartung ist realistisch und Verfügbarkeit. Das sind eben unsere drei wesentlichen Kennzahlen und wir können jeden Vermögenswert, sei es ein Konto, sei es eine Aktie, sei es eine Anleihe, entsprechend hier einordnen und können uns dann eben auch mal anschauen, Moment mal kurz, hier im Jahr 2018, wenn ich die Bilanz, die wir eben gesehen haben, mir mal anschaue, dann wie passt das eigentlich zusammen? Also sprich, ein großer Anteil liegt in Werten, die sehr sicher sind, Schwankungen gleich null, das sind unsere Konten. Aber ist grundsätzlich die Einordnung für meine Vermögenswerte nach diesen drei Dimensionen, Rendite, Risiko und auch Verfügbarkeit, ist die plausibel? Habe ich dir vielleicht auch Widersprüche drin? Ist es für mich auch nachvollziehbar? Also was wir oft sehen, ist zum Beispiel, dass Gold
anders eingeordnet wird als beispielsweise Aktien. Wobei man sagen muss, wenn Sie sich Gold anschauen und einen breiten Aktienindex wie den S&P 500 für den US-Aktienmarkt, dann sehen Sie, dass die Schwankungsbreite, also das Risiko, ungefähr gleich ist. Ja, aber es wird dann doch vom Kennzahl Risiko anders eingeordnet. Und dementsprechend das schon mal sehr, sehr sinnvoll, das für seine Vermögenswerte hier mal zu tun, um ein Bild davon zu bekommen, wie man strukturiert ist, aber vor allem auch, wie natürlich hier die Verteilung sich darstellt und ob dieses Bild, was hier entsteht, wirklich dem entspricht, was man selbst hat. Also Erstellung der privaten Vermögensbilanz, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Verfügbarkeit, Renditeerwartung, Risiko und Liquidität können wir entsprechend hier klassifizieren. Und hier gilt auch, wie so oft, der Weg ist das Ziel, also die aktive Auseinandersetzung, die stärkt das eigene Verständnis. Und wir stellen oft fest, wenn wir das mit Kunden machen, dass es da doch entsprechend Widersprüche gibt. Und diese Widersprüche, die führen natürlich in Stresssituationen dann auch dazu, dass man von der Anlagestrategie abweicht, dass man von der Meinung wie beispielsweise, Gold ist für mich ein strategisches Asset und verkaufe ich nie, das dann doch hinterfragt, wenn der Goldpreis sich eben mal über Jahre nicht oder eben negativ bewegt. Also dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um hier auch die Widersprüche zu erkennen, weil es eben wichtig ist, diese Widersprüche vor einer Kursbewegung entsprechend durchzudenken und sich klarzumachen, was will ich in welchem Fall hier entsprechend dann tun. Aber das sehen wir am Schluss nochmal konsolidiert im Rahmen der Herleitung der Anlagestrategie. Denken Sie auch nochmal dran, nicht alle Rentenwerte sind verfügbar, sorry, nicht alle Vermögenswerte. Rentenansprüche sind natürlich ein großer Posten, sind nicht auf einen Schlag verfügbar, aber können natürlich in eine ökonomische Vermögensbilanz eingeordnet werden, weil Sie können sie zwar nicht optimieren, weil Sie können sie nicht beeinflussen, aber die Rente oder auch eine Pension unterliegt natürlich langfristig, ähnlich wie Schuldverschreibung, natürlich einer gewissen Inflationsrate. Das heißt, die Kaufkraft wird durch die Inflation reduziert. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, vertraue ich darauf, dass die Rentensteigerungen so stark sein werden, dass die Inflation dauerhaft kompensiert wird? Oder muss ich nicht einen höheren Anteil von inflationssensitiven Vermögenswerten in meine Vermögensstruktur im liquiden Vermögen integrieren? Und im Gesamtkontext aus liquidem, frei disponierbaren Vermögen und illiquidem, nicht beeinflussbaren Vermögen, eben hier auf eine sinnvolle Kombination zu kommen. Also, wie gesagt, das waren die Hausaufgaben, die man tun sollte, die etwas einfacher dargestellt auch der Gesetzgeber als im Regulator hier vorsieht. Aber wie gesagt, dann die aktive Auseinandersetzung, wie eben dargestellt, mit diesen drei Dimensionen Rendite, Risiko und Verfügbarkeit, das ist etwas, was natürlich über das gesetzliche geforderte Niveau hinausgeht, aber was aus meiner Perspektive für die Herleitung der Anlagestrategie natürlich ein essentieller Punkt ist, um, wie gesagt, eben diese Widersprüche auch frühzeitig zu erkennen und nicht in Krisenphasen dann erst hier in die Diskussion gehen zu müssen. Welche Vermögensklassen haben wir grundsätzlich? Also was sind eigentlich die Instrumente, die wir hier einsetzen können, um eine Anlagestrategie auch umzusetzen? Wir sehen ja eine sehr einfache Einteilung und das ist auch das Schöne. Auf den ersten Blick ist es trivial. Wir haben nur ein sehr begrenztes Spektrum an echten Vermögensklassen. Diese Vermögensklassen, das sind die Träger von Rendite und Risiko. Diese Vermögensklassen entscheiden typischerweise über das Verhalten bei Inflation oder bei Deflation. Und Sie sehen schon hier auf der übergeordneten Ebene haben wir nur zwei Vermögensklassen. Auf der einen Seite die Sachwerte, also Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle. Auf der anderen Seite haben wir eben die Geldwerte wie Staatsanleihen, Pfandbriefe oder eben auch dann die Verpackung von Geldwerten wie beispielsweise Lebensversicherung oder illiquide Vermögenswerte wie die eben angesprochenen Rentenzusagen. Und was Sie schon hier sehr gut sehen können auf der linken Seite, die Sachwerte, die können wir sehr schön einteilen nach Produktivkapital. Das sind dann eben unsere Aktien, das sind vermietete Immobilien, das sind nicht börsengelistete Direktbeteiligungen, sogenanntes Private Equity. Das können vielleicht auch Venture Capital Investitionen sein, die man über den Bekanntenkreis irgendwie getan hat oder auch mögliche Crowd Investing Finanzierungen, die ja heute durchaus auch en vogue sein können. All das würde man ja typischerweise hier in Produktivkapital subsumieren. Und Sie sehen auch schon sehr gut aus der Einordnung in diese Gruppe des Produktivkapitals, was wiederum in die Sachwerte fällt, können Sie auch gleich festlegen, okay, ich partizipiere an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen. Ist nicht beliebig vermehrbar, das ist die positive Komponente. Bei Aktien sehen wir sogar, dass der Anteil, das Volumen an ausstehenden Aktien weniger wird, weil uns A, die Notenbanken einiges an Aktien wegkaufen, siehe Schweiz, Japan als Beispiel, und wir natürlich auch die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, weil sie sich billiger refinanzieren können, als die Eigenkapitalrentabilität sich im Unternehmen darstellt. Und für die Bonikultur, für die Vorstände ist es auch nicht ganz so schlecht.
Aber wir sehen auch umgekehrt, wir sehen Preisrisiken, Schwankungen und der Verlauf ist nicht kalkulierbar. Also was Sie schon sehr schön sehen aus der Einordnung des Vermögenswertes in eine Gruppe, können Sie auch die wesentlichen Aspekte wie die Partizipation oder auch die Risiken schon relativ gut definieren. Denken Sie an das Debakel der offenen Immobilienfonds. 50 Jahre lang hat man so gut wie keine Preisrisiken gesehen, wurden teilweise als Geldmarktersatz im Endeffekt hier von Anlegern gekauft. Und da sehen Sie schon, das war ein klarer Widerspruch zu dem Thema hier Preisrisiken, weil nur weil ich eine Immobilie in einen Fonds verpacke und der Fondspreis mir über Jahrzehnte keine Schwankungen zeigt, heißt es das nicht, dass ich nicht die Risiken der Sachwerte trage. Und genau das ist ja dann im Rahmen der Illiquiditätsthematik der Finanzkrise schlagend geworden mit der Abwicklung und der Neuregulierung des Konstrukts offene Immobilienfonds entsprechend in Deutschland. Rohstoffe, klar, Grundstoffe zur Herstellung von Waren und Gütern und intrinsische Werte, intrinsisch nicht im Sinne eines Warren Buffett mit einem intrinsischen Cashflow, sondern ganz banal die Differenz eben zwischen einem fossilen Energieträger wie Holz mit ein paar Euro Wert oder Preis und eben der antiken Kommode, die für 10.000 Euro irgendwo verkauft wird. Ja, das ist eben dieser intrinsische Wert, der Wert aus sich heraus. Typischerweise sehen wir immer dann, wenn natürlich die Wirtschaft auf sich auf einem hohen Niveau bewegt, wenn wir natürlich auch uns im Boom befinden, dann werden solche Vermögenswerte natürlich noch teurer gehandelt. Also sei es jetzt Kunst, sei es jetzt Oldtimer oder ähnliches. Da sehen wir ja spektakuläre Wertentwicklung. Also wir sehen schon sehr einfache Einteilung. Wir haben nur zwei Klassen, Geldwerte und die Sachwerte. Sachwerte können wir nochmal dritteln, aber am Ende des Tages eine sehr einfach nachvollziehbare Aufteilung. Und Sie sind auch bei den Geldwerten, klar, stabile und kalkulierbare Zahlungen, nur über die Höhe steht da nichts. Ja? Das heißt eben bei einer deutschen Bundesanleihe, 10-jähriger Laufzeit, irgendwo 0,3 bis 0,5% Rendite pro Jahr. Die sind stabil und die sind kalkulierbar. Da wissen Sie genau, an welchem Tag die kommen. Das Problem ist nur, dass die Höhe eben nicht ausreicht, um die Inflation hier zu tragen. Das Bonitätsrisiko, ich glaube, bei Deutschland ist das vernünftig bezahlt, aber wir tragen auch ein bisschen Zinsänderungsrisiken, wie ja die Zinserhöhungen in den USA mal gezeigt haben. Also sehr nachvollziehbare Einteilung von Vermögenswerten. Also das ist auch das große Set, was wir haben. Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle und eben auch im Endeffekt Cash und die Anleihen. Viel mehr Vermögensklassen haben wir nicht. Der Rest sind meistens Mischungen dieser Hauptgruppen. Jetzt könnte man schon sagen, naja gut, wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft ist, und vereinfacht gesprochen würde man ja sagen, wenn es der globalen Wirtschaft gut geht, wenn Inflation ein Thema ist, dann sind natürlich Sachwerte toll, weil dann partizipiere ich an der Wirtschaft, ich kann über Mieterhöhungen, Preissteigerungen an die Mieter weitergeben, die Unternehmen können Preissteigerungen beim Konsumenten durchsetzen, also habe ich da auch meinen Sachwertcharakter wunderbar erfüllt. Also sprich, im inflationären Boom, da brauche ich im Endeffekt Sachwerte und in der deflationären Depression, solange ich glaube, dass das Finanzsystem stabil bleibt, da brauche ich eben Geldwert. So simpel könnte man es darstellen. Und die Idee hier mal als naiver Ausgangspunkt überhaupt für das Thema Vermögensstrukturierung ist ganz banal zu sagen, okay, wenn ich die Zukunft nicht kenne und ich nicht sagen kann, ob wir ein inflationäres Umfeld, ein deflationäres Umfeld, einen Boom, eine Rezession bekommen werde, dann ist vielleicht die Aufteilung als Ausgangspunkt 50-50. Vielleicht relativ interessant. Also sprich 50% Sachwerte, 50% Geldwerte innerhalb der verschiedenen Gruppen, das können Sie hier gut sehen, muss natürlich entsprechend gestreut werden. Das gilt natürlich bei den Geldwerten, insbesondere für die Schuldner, für die Währungen, vielleicht auch für die Rechtsräume. Und wenn ich mir da nicht ganz klar bin, ob die Vermögenspreise gerade billig oder teuer oder preiswert sind, dann kann ich auch hier nochmal eine hälftige Aufteilung zwischen marktabhängigen und flexiblen Anlagestrategien vornehmen. Also sprich, marktabhängig heißt einmal, ich kaufe meine Aktien, kaufen, halten, Rebalancing liegen lassen. Oder flexibel heißt, ich reduziere die Aktienquote mal, mische ein bisschen Cash bei oder ich agiere über Derivate, wie es ja der Dirk in seinem Fonds entsprechend macht, um hier quasi Risiken zu streuen bzw. abzusichern. Das eben, wie gesagt, hier die Vorgehensweise. Das sieht jetzt auf den ersten Schritt hier relativ banal aus, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie vielleicht auch mal kritisch mit Ihrer eigenen Vermögensstruktur reflektieren, und wir uns alle einig sind, dass wir die Zukunft nicht kennen, weil sie ist eben ungewiss, dann ist der naive und neutrale Ausgangspunkt, wenn ich keine Anhaltspunkte dafür habe, wie die Zukunft aussehen wird, und ich habe am Ende des Tages zwei Töpfe, auf die ich mein Vermögen verteilen kann, und ich habe zwei Töpfe, einmal die Sachwerte, einmal die Geldwerte, dann ist die naive Verteilung, die ohne Zukunftsannahmen auskommt, eben 50-50.
und dann handwerklich innerhalb dieser jeweiligen 50%-Quoten eine entsprechende Streuung, die zugegebenermaßen heute nicht ganz trivial ist, aber doch noch auf einem vernünftigen Niveau möglich. Also, naive Diversifikation ist ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Wie gesagt, reflektieren Sie mal mit Ihrer eigenen Vermögensstruktur, und wenn Sie davon abweichen, weil Sie zum Beispiel deutlich mehr Sachwerte haben oder deutlich mehr Geldwerte, dann heißt es im Endeffekt, dass Sie auch mit Ihrer Anlagestrategie ja quasi eine Meinung ausdrücken, die auf eine gewisse Zukunftserwartung gerichtet ist. Und da gilt es eben auch mal zu plausibilisieren. Ist es korrekt abgebildet oder gab es aufgrund unterschiedlicher Entscheidungen in der Vergangenheit heute eine Struktur, die eigentlich gar nicht das reflektiert, was Sie sich eben vorstellen? Und immer, wenn diese Situation gegeben ist, dass Sie eine Anlagestruktur haben, die nicht das reflektiert, was Sie an Zukunftserwartungen haben, dann sind Sie natürlich sehr, sehr anfällig für Presseberichte, für dieses ganze Infotainment. Ja, morgen geht die Welt unter, übermorgen ist der größte Boom. Ja, also sprich, wenn Sie Ihre Anlagestrategie und Ihre finanziellen Seelenheil danach richten, ob das Cover vom Kapital, Focus Money und wie die ganzen Zeitschriften heißen, gerade dem entspricht, wie Sie im Portfolio positioniert sind, dann haben Sie natürlich irgendwann ein mentales Problem, und das ist natürlich insbesondere kritisch natürlich, wenn wir mal wieder Stressphasen haben. Und eins ist klar, die nächste Krise wird anders sein als die letzten Krisen, aber wir werden mal wieder eine Krise bekommen. Ob die geopolitisch bedingt ist, ob das ein allgemeiner Zinsschock ist, ob das das Thema Handelskrieg ist. Die nächste Krise wird auf jeden Fall kommen. Wir müssen uns ja vorher fragen, nicht warum kommt sie, sondern wo und wie trifft sie mich und was können wir hier tun, um sie entsprechend sinnvoll zu diversifizieren. Also, naive Diversifikation, ich reite ein bisschen drauf rum, ja. Reflektieren Sie mal kritisch, wo Sie da stehen und ob das, was Sie mit Ihrer Anlagestruktur ausdrücken, dem entspricht, was Sie A bei der Herleitung der Anlagestrategie als relevant sehen würden, und auch B, ob es Ihrer Marktmeinung entspricht. So, meine Damen und Herren, dann werden wir hier einfach durch, weil so einfach ist es ja mit der Vermögensstrukturierung. Es gibt nur ein paar übergeordnete Vermögensklassen. Wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft kommt. Also verteilen wir es 50-50, diversifizieren ein bisschen handwerklich in den einzelnen Bereichen. Und können uns entspannt zurücklehnen und können schauen, was kommt. Und ja, so einfach ist es natürlich nicht. Deswegen nochmal hier ein kleiner Aspekt, weil ich das auch oft feststelle, auch wenn ich mit Leuten hier aus der Community diskutiere, die vielleicht auch bei uns Kunde sind. Und deswegen mache ich ein simples Beispiel. Also, drei Männer gehen in eine Bar, alle sind ungefähr gleich schwer, haben einen vergleichbaren Lebenswandel. Und über den Abend trinken die Männer hier jeweils 2 Liter Flüssigkeit. Und der Anton, der trinkt 2 Liter Bier, der Bernd, der trinkt 2 Liter Wein, und der Christian, der trinkt jeweils 1 Liter Wasser und 1 Liter Wodka. Und was Sie jetzt hier schon sehen, ist, dass alle haben 2 Liter Flüssigkeit konsumiert. Und die Frage, die wir uns nun stellen müssen, ist, wie werthaltig ist denn diese Aussage in Bezug auf den Zustand der einzelnen Personen? Also sprich, ist es relevant oder ist die Aussage, dass jetzt drei Männer, die, ich sage jetzt mal, jeweils 80 Kilogramm wiegen, jeweils 2 Liter Flüssigkeit konsumiert haben, was ja in der Relation von Flüssigkeit zu ihrem Körpergewicht ja jeweils identisch ist. Ist denn diese Aussage in irgendeiner qualitativen Relevanz für den Gesundheitszustand dieser Männer? Mit wem von den dreien würden Sie sich lieber ins Auto setzen? Und das ist so ein bisschen der Aspekt, den wir in vielen Fällen eben sehen, dass Anleger sagen, ich habe 20% Aktienquote, oder ich habe gelesen, XYZ sagt, oder der Artikel in der Zeitung oder eine Analyse, die ich mir von irgendeinem Börsenguru bestellt habe, der sagt, aufgrund der Risiken, Handelskrieg, Trump, sollte die Aktienquote maximal 50% sein. Da muss man auch sagen, okay, was heißt denn 50%? Erstmal 50% auf was? Depotvermögen, liquides Vermögen, also sprich Depotvermögen plus Tagesgelder, Gesamtvermögensbezug, also inklusive Immobilien, oder inklusive Rentenanwartschaften. Also A, muss ich die Bezugsgröße mal sauber definieren im Rahmen meiner Anlagerichtlinie. Und zum Zweiten muss ich mir natürlich klar machen, dass die Qualität, also die Zusammensetzung meiner Aktienquote ganz erheblich ist. Also sprich, wenn Sie 100.000 Euro im Depot haben und Sie haben 50% Aktienquote, und diese 50.000 Euro in Aktien, die haben Sie in Facebook, Amazon, Google und Netflix investiert, dann haben Sie natürlich ein anderes Chance-Risikoprofil, als wenn Sie den gleichen Betrag von 50.000 Euro über 4 globale Indexfonds und 3 aktive Aktienfonds investiert haben, die für sich genommen nochmal ein entsprechendes Risikomanagement vornehmen. In allen Fällen haben Sie 50% Ihres liquiden Vermögens in Aktien. Aber das Risiko ist natürlich in beiden Fällen extrem unterschiedlich. Und das ist auch ein Aspekt, da das Thema Absicherung auf Cashkurs ja auch immer eine große Rolle spielt. Das Thema Absicherung kommt immer erst, nachdem die Portfoliocharakteristika
sauber aufgestellt sind. Also sprich, wenn sie sehr, sehr einseitig aufgestellt sind, ja, und ein handwerklich sehr fokussiertes Aktienportfolio haben, dann macht es keinen Sinn, jetzt zuerst über die Absicherung nachzudenken, sondern sie müssen sich fragen, wie kann ich denn meine Aktienquote innerhalb dieser Quote, ja, so sauber diversifizieren, dass sie sich stabiler verhält, dass ich die Charakteristika verbessere und erst dann kann ich mir über das Thema Absicherung Gedanken machen. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich habe Ihnen das hier nochmal mitgebracht, ist ein bisschen älter, aus dem Jahr 2010, aber darum geht es nicht, ist zeitlos. Und was Sie hier sehen, ist, man hat sich damals diese sehr berühmten Stiftungsportfolios von den US-Universities angeschaut, also Harvard, Yale und ähnliches. Und darum geht es mir nicht. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist einfach nur, Sie haben hier einen schönen Kuchen. Also 11% US-Aktien, 10% globale Aktien, 5% Schwellenländeraktien, 9% Bonds, also Anleihen USA, 7% Immobilien, 23% Hedgefonds und so weiter. Einen sehr, sehr schön diversifizierten Kuchen und diese vielen Farben, die scheinen bei Anlegern immer zu unterstellen, viele Farben heißt tolle Risikostreuung. Ja, oder viele Positionen im Portfolio. Ich bin ja super diversifiziert. Was wir aber jetzt hier rechts sehen, ist, denn die Darstellung zeigt, okay, wie groß sind eigentlich die Risiken oder welchen Anteil habe ich eigentlich an Risikotreibern im Portfolio? Und was Sie hier sehen, ist, dass Sie zwar links irgendwie 10, 12 verschiedene Farben haben mit oberflächlich betrachtet verschiedenen Vermögensklassen, ja, oder Subvermögensklassen, ja. Aber was Sie hier sehen, ist, 82% unseres Risikos kommen im Endeffekt aus dem globalen Aktienmarkt. Also sprich, wenn wir in Risiko denken, dann ist das Thema Risikobeitrag ganz anders zu sehen als die Nominalverteilung hier nach Vermögensklassen. Ja, das ist genau diese Analogie zu meinem Alkoholbeispiel eben. Es macht eben einen Unterschied, ob Sie einen Liter Bier trinken oder ob Sie einen Liter Rotwein trinken. Und das ist wirklich ein Aspekt, den man mal zu Ende denken muss, weil der ist wirklich ganz erheblich und der wird nach meiner Erfahrung oft nicht ausreichend genug zu Ende gedacht. Ich habe Ihnen das hier nochmal mitgebracht, dass man das sieht, auch mal die Treiber. Und hier sieht man zum Beispiel auch, für globale Aktien sieht man, okay, klar, der Großteil des Risikobeitrags kommt aus, klar, dem Aktienmarkt. Das sind ja auch Aktien, aber ein bisschen haben wir noch an Currency, also Währung mit drin. Aber zum Beispiel auch, wenn Sie zum Beispiel mal das Thema globale Anleihen anschauen, jetzt hier aus der Perspektive eines US-Anlegers, ja, dann sehen Sie auch, okay, das Durations-, das eigentliche Zinsänderungsrisiko hatte weniger Einfluss auf die Schwankungsbreite der Anlageklasse, als im Endeffekt die Währung. Und das sind ja auch wichtige Aspekte. Ja. Sie sehen es hier beim Thema Gold auch. Bei Gold hat auch der Dollar hat eine entsprechende Auswirkung auf die Entwicklung des Vermögenswertes. Wenn Sie in Unternehmensanleihen investieren, dann haben Sie auch in Unternehmensanleihen gewissen Treiber Aktienmarktrisiko mit drin. Sie konnten historisch, wenn Sie 80% Staatsanleihen gekauft haben und 20% Aktienmarkt, dann hatten Sie genau die gleiche Wertentwicklung, wenn Sie 100% Unternehmensanleihen gekauft haben. Das heißt, die Treiber, Sie haben eine gewisse Anzahl von Treibern, die in verschiedenen Vermögensklassen enthalten ist. Und das heißt, wenn Sie Ihr Portfolio entsprechend betrachten, ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, welche Treiber habe ich denn in welchen Vermögensklassen mit drin? Ja, um eben das hier nochmal sich klar zu machen, ja. Das eine ist meine nominelle Aufteilung. Auf der linken Seite, das rechte, ist der Anteil, den einzelne Treiber zum Risiko hier entsprechend bieten. Und wie gesagt, damals haben wir gesehen, dass das größte Risiko kam aus dem Aktienmarkt. Jetzt haben wir eine Phase von fast 10 Jahren Nullzinspolitik, spektakuläre Eingriffe der Notenbanken hier mit der Liquiditätszuschüssen in das System. Und dementsprechend könnte es natürlich gut sein, dass das, was früher dieses globale Aktienmarkt im Risiko war, also per Ende 2007 dann auch, dass wir das heute als Zinsthema überall drin haben, weil niedrige Zinsen, die stecken in Immobilienpreisen mit drin. Niedrige Zinsen haben zu einer Nachfrage nach Hochzinsanleihen und allen möglichen Anlagen mit also Kreditrisiko Spreads geführt. Und wenn man jetzt auf einmal merkt, hey, ich bekomme ja 2,5% oder ja doch 2,5% für eine zweijährige US-Staatsanleihe ohne Kreditrisiko, ohne großes Laufzeitrisiko, dann fängt man natürlich an, Sachen zu hinterfragen. Also momentan haben wir viele Vermögensklassen, die sind natürlich durch den Zins geprägt. Das heißt, sie haben jetzt auch einen ähnlichen Kuchen, bisschen Aktien, bisschen Anleihen, bisschen Gold, bisschen Immobilien. Aber der wesentliche Treiber auch der Wertentwicklung war jetzt in der jüngeren Vergangenheit positiv der Zinsverfall, weil der hat die Vermögenspreise steigen lassen. Aber das ist natürlich auch für die Zukunft das Problem, wenn die Zinsen sich stärker entwickeln, als es momentan der Mainstream erwartet. Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Deswegen, so einen Prozentsatz X in einer Vermögensklasse Y zu sein, ist keine werthaltige Aussage. Und dementsprechend sind natürlich auch allgemeine Analysen, die sagen, Sie sollten 50% Aktien halten.
Ja, denken Sie mal an das Thema, was ist die Bezugsgröße, was soll einbezogen werden, Depot oder Gesamtbetrachtung und was unterstellt es eigentlich für den Diversifizierungsgrad? Sie können heute mit drei ETFs und Investmentfonds ein super diversifiziertes Aktienportfolio haben und Sie können 25 Aktien haben und Sie können ein sehr einseitig aufgestelltes Portfolio haben. Ja, die gleiche Prozentzahl, der gleiche Eurobetrag im Portfolio, aber die Risikokonstellation ist natürlich ganz anders. Also, Risikofaktoren muss man verstehen und das gilt natürlich nicht nur innerhalb einer Vermögensklasse, sondern auch übergreifend für das Depot. Weil beispielsweise Zinsänderungsrisiken, die treffen natürlich Zinsersatztitel wie Nahrungsmittelhersteller, die defensiven Konsumgüter, Konglomerate, genauso wie die klassische Anleihe. Das heißt, sie haben zwar zwei Vermögensklassen, Aktien und Anleihen, aber die Konsumgüterwerte hat man auch so ein bisschen als Zinsersatz eingekauft. Die Utilities, die Versorger waren, sind schon immer klassischerweise ein Zinsersatz, haben also auch, obwohl sie Aktien sind, ein gewisses Durationsrisiko, was man eigentlich aus dem Anleihebereich kennt. Und dementsprechend muss man diese Risiken hier kombiniert betrachten. Warum ist das wichtig? Weil wenn Sie natürlich eine Anlagestrategie für sich herleiten und Ihr Vermögen verteilen auf Prozentsätze, dann dürfen Sie eben nicht nur in Vermögensklassen denken, sondern Sie müssen eben auch in diesen Treibern denken, wie ich sie gerade aufgeführt habe. Und dann ist nämlich die Frage nicht, wie viel Prozent Aktien will ich halten, sondern wie viel Treiber in welchem Segment möchte ich entsprechend investiert haben. Wie sieht sowas aus? Basisanalyse für ein Wertpapierdepot, auch ganz banal, kann man erstellen. Überhaupt mal sagen, okay, wie bin ich regional allokiert? Also sprich, wie viel Prozent meines Aktienportfolios liegen eigentlich wo? Jetzt habe ich hier ein exemplarisches Portfolio mal dargestellt, das hat zu 65% Aktien, zu 35% Anleihen und Cash. Und da sieht man, okay, mal die regionale Diversifikation. Habe ich da Klumpenrisiken? Ist das eine sehr starke Abweichung von den internationalen Benchmarks? Drücke ich da vielleicht mit einer Meinung aus, die mir nicht ganz bewusst ist? Also, das ist der erste Schritt, den man sich mal anschauen muss. Wie ist meine regionale Verteilung? Der zweite Schritt ist, ne, in meinem Aktiensegment, wie bin ich da eigentlich aufgestellt? Also, wenn ich sage, ich habe drei Segmente von Aktien, also zyklische Titel, sind eben meine Rohstoffunternehmen, meine zyklischen Konsumgüterhersteller, Finanzdienstleister, Banken, aber natürlich auch Immobilien. Ja, klar, die hängen sehr, sehr stark am Konjunkturzyklus, bisschen nach vorne verschoben oder ein bisschen nachlaufen, aber klar, sehr stark konjunkturabhängig. Dann haben wir die sehr zinssensiblen Titel, klar, Telekommunikation, Industriewerte, und die defensiven eben hier, wie zum Beispiel der Gesundheitswesen oder Versorger. Also auch hier ist dann der Punkt zu schauen, okay, welcher Prozentsatz meiner Aktienquote ist wiederum in welchem Bereich allokiert? Passt es zu meiner Gesamtstruktur? Passt es zu meiner Konjunkturerwartung? Oder hat sich da aufgrund dessen, dass ich ein paar ETFs habe, ein paar Aktien und ein paar aktiv gemanagte Fonds, eine Struktur ergeben, die vielleicht gar nicht dem entspricht, wie ich momentan positioniert sein möchte, weil ich mich vielleicht als Anleger vielleicht eher hier im defensiven Bereich, im orangenen Bereich positionieren. Aber ich bin hier eigentlich noch in so einer Kombination aus, naja, eher sehr zyklisch aufgestellt, ja, und ein bisschen zinssensitiv noch drin, ja. Und mein defensiver Bereich mit 16,4% ist stark unterrepräsentiert. Also, das ist ein Aspekt, der auf jeden Fall Sinn macht, das Portfolio entsprechend zu verstehen und eben auch zu definieren, in welchem Bereich will ich hier, wie stark hier investiert sein. Anlagestile, auch das ist ein wesentliches Thema. Ich weiß, dass der private Anleger denkt natürlich oft in einzelnen Unternehmen. Also sprich, ich habe eine Apple oder ich habe eine Telekom oder ich habe eine Deutsche Bank oder eine was weiß ich was. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, im Aktienbereich haben wir drei relevante Anlagestile. Wir haben einmal das Thema wertorientiert, das kennen Sie unter Value. Wir haben das Thema Wachstum, das kennen Sie unter Growth. Und wir haben das Thema Blend, das ist natürlich dementsprechend hier die Mitte. Und dann haben wir drei Größen von Unternehmen, gemessen am Deutschland würde man sagen, die hochkapitalisierten, das ist der DAX, die mittelkapitalisierten, das ist der MDAX und die kleinkapitalisierten, das ist im Endeffekt der SDAX dementsprechend. Und dann gilt natürlich auch die Frage mal zu schauen, okay, wie bin ich denn eigentlich von meinem Portfolio her positioniert? Wie viel Prozent sind denn wo? Okay, ich habe 31% im Bereich Value mit einer großen Marktkapitalisierung. Der Anteil kleiner Werte mit hier 5, 4, 11% ist relativ klein. Also es ist für mich plausibel. Oder auch meine Kennzahlen hier. Kurs-Buch-Verhältnis. 1,63-fache habe ich im Portfolio momentan als Wert. Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,38. Ist das für mich plausibel? Drückt es das aus, wo ich eigentlich als Portfolio positioniert sein möchte? Oder habe ich im Endeffekt hier eine Abweichung von dem, wie ich mich eigentlich langfristig
auch hier im Aktienportfolio positionieren möchte. Im Bereich Anleihen, auch das sehen Sie hier, gibt es natürlich die entsprechenden Bonitäten und Duration. Das sagt mir was über mein Zinsänderungsrisiko, respektive meine Bonität natürlich eben über die Bonitätsrisiken, die ich hier in meinem Portfolio entsprechend habe. Also, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das heißt, auch hier geht es darum, wenn wir das Thema Anlagerichtlinie herleiten und dann auch Vergleiche ziehen wollen, zu sagen, okay, wie will ich eigentlich positioniert sein? Welchen Anteil möchte ich in großen Unternehmen, welchen in kleinen? Verfolge ich eher einen substanzorientierten Anlagestil wie Value? Verfolge ich eher einen wachstumsorientierten Anlagestil, wie das, was wir momentan im Tech-Bereich sehen? Also wie soll ich insgesamt da positioniert sein? Weil wenn ich es nicht messe, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, mal Abweichungen festzustellen. Stresstests mit Blick in die Zukunft, das ist jetzt zugegebenermaßen etwas, was der klassische private Anleger mit seinen Werkzeugen nicht darstellen kann. Dementsprechend fragen Sie Ihren Berater, ob er es kann, beziehungsweise wenn Sie im Kunde bei der Bank sind und sind in Modellportfolios eingeordnet, dann sollten Sie sowas mal rechnen können. Also was man hier eben sieht, ist leider Gottes schwarz, weil die Auswertungen sind ja eigentlich nicht gemacht für gut auszusehen, sondern es ist eine Arbeitsplattform. Und was Sie hier sehen, ist wieder unser 65% Aktienportfolio, sehr, sehr global diversifiziert über viele tausend Aktien, große Unternehmen, kleine Unternehmen, verschiedene Anlagestile, also viel breiter diversifiziert geht, glaube ich, nicht. Und dann schaut man sich hier an, okay, wie hat denn dieses Portfolio sich in historischen Krisen, also rückwirkend, wenn ich dieses Portfolio am 11. September gehabt hätte, was war denn da mein Verlust in der relevanten oder in der relevanten 10-Tages-Perspektive? Da sehen Sie schon, okay, 8%. Wie war es denn am schwarzen Montag 1987? Okay, mein Verlust wäre bei 16% gewesen. Wie wäre es denn gewesen beim ersten Golfkrieg 1990? Das sehen Sie hier in Gelb. Und das ist schon mal ein sehr gutes Thema, seine bestehende Vermögensstruktur, die wir eben zum Beispiel auch definiert haben. Sagen, ich will maximal 65% Aktien haben. Dann mal zu schauen, okay, wie hat sich das in historischen Krisen, wie hat sich das Portfolio bewegt? Und wenn Sie sich jetzt quasi das vorstellen würden, sorry, vorstellen würden, wir würden jetzt hier die finanzielle Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal reinlegen. Und unser Anleger würde sagen, ob das liquide Vermögen auf meine Aktien und Anleihen, die jetzt hier 100% Basis sind, will ich maximal einen Rückgang von 15% haben, dann müssten wir hier sagen, okay, beim Schwarzen Montag wäre der Verlust größer gewesen. Was war am Schwarzen Montag denn ein großes Problem? Ah, da war das Thema Liquidität und Stop-Loss war ein großes Thema. Hat das eine Auswirkung? Muss ich dementsprechend gleich meine Aktienquote reduzieren? Weil die finanzielle Risikobereitschaft, die wir als Persönlichkeitsmerkmal messen, historisch in verschiedenen Krisen überschritten worden wäre. Und wie gesagt, so kann man es eben betrachten. Sie sehen auch nochmal rechts unten Brexit, links unten nochmal Asienkrise. Aber das ist im Endeffekt, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir oft feststellen, dass Anleger zu wenig Verständnis dafür haben, wie sich ihr Portfolio historisch entwickelt hat. Und wie gesagt, Sie sehen es ja auch, der Grund, warum Ihr Portfolio fällt, warum die Aktienquote dementsprechend von der Krise getroffen wird, der ist ja eigentlich nicht relevant. Die Krisenursache wird sich immer ändern, aber der Effekt auf Portfolio, das werden immer Verluste sein. Und die Frage ist nur, wie stark? Das hängt von dem Diversifikationsgrad ab. Und dann ist die Kernfrage, passt das noch für meine finanzielle Risikobereitschaft oder bin ich nicht vielleicht durch den Anlagenotstand, durch die Kursgewinne im Aktienbereich und mittlerweile in eine Aktienquote reingelaufen, die nicht mehr meiner finanziellen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal entspricht? Also Ideallösung, finanzielle Risikobereitschaft ermitteln auf wissenschaftlicher Basis. Habe ich Ihnen auf einer kleinen Landingpage zusammengebaut, dass Sie das anfördern können und das eben abgleichen mit dem Stresstest für das Portfolio hier entsprechend. Was man noch machen kann, ist eben dieses nach vorne schauen. Man kann auf Basis von statistischen Kennzahlen sich das Ganze anschauen. Das werde ich nochmal in einem separaten Video erklären, weil es würde den Rahmen hier sprengen. Aber hier geht es auch grundsätzlich darum, auf Basis der Statistik ein Gefühl dafür zu bekommen, wie würde sich mein gegebenes Portfolio typischerweise entwickeln. Im konkreten Fall heißt es, mit einem Konfidenzniveau, also mit einem Vertrauen, wenn Sie wollen, von 95%, würde ich erwarten, dass dieses Portfolio innerhalb eines Jahres einen maximalen Verlust von 16,5% hier nicht überschreitet. Ist natürlich ja nicht in Stein gemeißelt, aber auch die Veränderung dieser Kennzahlen gibt Ihnen ein gutes Gefühl dafür, wo Sie mit dem Portfolio entsprechend auch hier stehen. Wie gesagt, Digitalisierung sei Dank sehen wir das immer mehr.
Banken auch bessere Kennzahlen für ihre Anleger zur Verfügung stellen. Auch das ein wesentliches Kriterium, finde ich, heute zur Wahl einer Depotbank. Ob die Wertpapierorder jetzt 9,95 € kostet oder 12,95 €, das finde ich jetzt nicht so das Riesenwettbewerbskriterium, aber ob mir meine Bank zum Beispiel entsprechende Performance-Attributions- und Selektionsbeiträge zur Verfügung stellt, ob die gewisse statistische Kennzahlen zum Thema Risiko für mein Portfolio liefert, das finde ich als Anleger schon einen entsprechenden Unterschied und nicht, ob die Wertpapierorder für 3,40 € mehr oder weniger abgewickelt wird, aber leider Gottes muss man sagen, momentan steht das weniger im Fokus, momentan steht eher im Fokus, dass die Order 2 € günstiger ist. Also, das zum Thema dann Faktor- und Produktauswahl, auch das noch ein Aspekt, da könnten wir tagelang drüber reden, aber ich glaube, Sie haben jetzt schon mal verstanden, dass der Aktienmarkt nicht der Aktienmarkt ist. Er ist sehr heterogen, was Regionen betrifft, was Branchen betrifft. Wir haben unterschiedliche Einflussfaktoren. Es gibt Einflussfaktoren wie volkswirtschaftliche Daten, die treffen quasi alles. Aber es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel Zinsänderungen, die treffen einen Versorgersektor oder einen Immobiliensektor viel, viel stärker als im Bereich Technologie. Also ja, Facebook ist von steigenden Zinsen deutlich weniger getroffen oder Google, als ein Immobilienunternehmen ist. Und wenn Sie Aktien, die gleiche Charakteristika teilen, zusammenfassen, dann reden die Experten dann gerne von Faktorprämien oder Smart Beta. Ob das alles so smart ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal mehr an Werkzeug in die Hand. Und das zeigt vor allem auch, dass vieles, was früher aktives Management war, heute natürlich über passive Produkte auch zur Verfügung gestellt wird. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, auch beim Thema Asset Allocation, also Vermögensstrukturierung, Entscheidung. Und was Sie hier sehen, ist zu sagen, okay, ich möchte im europäischen Aktienmarkt etwas defensiver unterwegs sein. Und was Sie hier sehen, das hier ist in diesem Türkisblau ist der MSCI Europe, das ist quasi der DAX der europäischen Aktien, sehr vernünftig diversifiziert, 270 Titel ungefähr drin. Und jetzt kann ich ja sagen, ah, Moment mal, ich möchte eigentlich nur in die Werte investieren, die ein geringeres Schwankungsrisiko haben als dieser breite Index. Und dann sehen Sie jetzt hier diesen Faktor-Indexfonds, der eben diese Faktorprämie passiv abbildet, nach einer klaren Mechanik. Den sehen Sie hier in dunkelblau und Sie sehen hier einen aktiven Faktorfonds eines sehr erfolgreichen Vermögensverwalters, also einige Milliarden hier drin, die nach der Strategie verwaltet werden, die im Endeffekt den gleichen Ansatz haben, aber nicht einen Index abbilden, sondern davon aktiv abweichen. Und was Sie jetzt hier schon mal sehen, ist, die Grundentscheidung ist zuerst mal, deswegen auch ein Chart, zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist natürlich, will ich im Index investiert sein? Ja oder nein? Und die zweite Frage ist, will ich aktiv vom Index abweichen oder will ich passiv regelgebunden vom Index abweichen? Und was Sie jetzt hier sehen, je nachdem, welchen Zeitraum Sie betrachten, die wichtige Thematik oder die wichtige Botschaft ist eigentlich erstmal, wenn das hier der Index ist, ich bin eigentlich mit der Investition in Aktien mit geringerer Schwankungsbreite erstmal besser gefahren als mit dem Index selbst, also war positiv, wenn man sich derart positioniert hat. Und dann die Entscheidung, aktiv oder passiv, was besser war, hat im Zeitablauf ein bisschen geschwankt. Wenn Sie hier investiert haben, sind hier rausgestiegen, dann war natürlich der aktive deutlich besser. Haben Sie hier ganz oben gekauft, ja, und haben dann hier verkauft, dann wäre natürlich der passive besser gewesen. Und das ist auch der Aspekt, eben zum Thema Kosten, zu überlegen, wie will ich meine Transaktionen umsetzen? Habe ich Zugang zu Fonds ohne Ausgabeaufschlägen? Zahle ich Ausgabeaufschläge? Wie sind insgesamt meine Transaktionskosten bei meiner Bank? Und dann natürlich nochmal im Kontext, was liefert meine Bank mir auch an statistischen Daten hier hinten dran. Anlagerichtlinien. Auch das, ich habe es Ihnen eben nochmal kurz zusammengeschrieben. Das war eine Anlagerichtlinie eines echten Kunden. Deswegen, ich musste sie noch ein bisschen schnell überschreiben und umtippen. Also schauen Sie bitte nicht auf die Rechtschreibfehler, aber so sieht sowas aus. Also es geht darum, Herleitung Anlagestrategie. Wir haben uns mit der Thematik beschäftigt. Und jetzt sehen wir mal die wesentlichen Daten. Also Name des Mandats, in dem Beispiel ich. Die Werte liegen bei der DAP, weil ihr schöne Kennzahlen liefert. Aktueller Wert der Vermögenswerte 100.000 €. Und da sehen Sie schon, Investmentziel habe ich definiert mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Zeithorizont, langfristig jetzt keine genaueren Definitionen. Wie gesagt, ne, schauen Sie über die Rechtschreibfehler hinweg. Ich habe das noch kurz vorher mal schnell abgetippt. Renditeerwartung, Inflationsrate plus 3,5%. Warum? Weil dieses Portfolio ist langfristig ausgerichtet. Es soll Kapitalmarktprämien verdienen. Historisch gesehen
mit ein bisschen Abschlag, Aktienmarkt plus 3, Inflation plus 3,5% ist eine vernünftige Annahme für ein Portfolio mit dem Risiko und sehen Sie Risikoprofil. Bis zu 100% können in Aktien investiert sein, aber 35% Verlustrisiko sollen überschritten werden. Also, soweit die Einleitung. Und dann ist das hier entsprechend definiert. Ja, strategische Aktienquote ist festgelegt bei 65%. Ich habe gesagt, die Bandbreite soll maximal 75 bis minimal 55% sein. Und wenn es zu Abweichungen kommt, also sprich, wenn die Aktien sehr stark steigen und ich habe eben mehr als 75% Aktien drin, dann gibt es ein sogenanntes Rebalancing. Also sprich, dann werden Aktien verkauft und Geldmarkt oder Anleihen gekauft, ja, weil ich möchte mein Risikoprofil konstant halten. Das heißt, diese taktische Allokation wird einfach nur umgesetzt durch ein sehr regelgebundenes Rebalancing. Da spielt keine Rolle, was in der Zeitung steht oder wer was meint, sondern abgeleitet aus meiner persönlichen Planung, die ich in Ruhe vorgenommen habe, auf Basis der Herleitung der Anlagestrategie, wie Sie es eben gesehen haben mit den Parametern, ist das das Ziel. Taktische Aktienquote, auch hier geht es darum, zu sagen, okay, ich mache das antizyklisch. Wenn die Abweichungen 10% betragen, also zwischen Aktien und dem defensiven Bereich, dann gibt es das Rebalancing. Aus den Bandbreiten für die Aktien ergeben sich die Bandbreiten für die Anleihen, strategische Liquidität, wie hoch kann die sein? Und das ist noch ganz wichtig, auch für Sie, wie messen Sie eigentlich Risiken in Ihrem Portfolio? Und die messen Sie hoffentlich natürlich nicht erst, wenn der Markt ja zurückgekommen ist, sondern wenn natürlich auch im Vorhinein ein bisschen. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe jetzt hier mal Kennzahlen vorgestellt. Aber das Wesentliche ist vor allem, egal wie sophisticated Sie das machen oder mit welchen Werkzeugen Sie das tun, am Ende des Tages, meines Erachtens, liegt ein sehr, sehr großer Vorteil darin, wenn Sie für sich mal klar definieren, was ist meine Anlagestrategie? Was ist das Ziel, was ich damit verfolge? Und was tue ich, wenn ich von den Quoten, die ich ursprünglich mal festgelegt habe, abweiche? Was wird dann passieren? Ohne dass ich jetzt groß noch mir Meinungen einhole, ohne dass ich jetzt zu sehr mich auf die Medien verlasse, weil das ist natürlich auch klar, Journalisten und andere, wir sind natürlich Menschen, wir sind davon geprägt, was passiert. Und dementsprechend lassen wir uns natürlich beeinflussen und dementsprechend sehen Sie auch, dass es ja sehr, sehr schwer ist, aktiv die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob man jetzt im Aktienmarkt drin ist oder nicht. Wir hatten so viele Krisen in den letzten Jahren. Trotzdem, wenn man ausgestiegen ist, hat man natürlich weniger Rendite gehabt. Man war abgesichert, hatte weniger Rendite. Und das muss eben auch klar definiert sein, dass ich eben auch den Erfolg messen kann und sagen, okay, ich wollte weniger Risiko, das habe ich mit der Absicherung geschafft. Aber die Marktbewegung hat eben eine andere Wendung genommen. Aber dann können Sie zumindest den Erfolg auch messen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt bei dem Thema. Erst die Strategie herleiten, dann definieren, an was Sie die Messung festmachen und eben auch abschließend zu definieren, wenn es von den Quoten abweicht, die Sie als sinnvoll festgelegt haben, was tun Sie dann, um wieder zu den ursprünglichen Quoten zu kommen. Grundsätzlich, so muss die Message sein, denken Sie nach vorne. Wir haben eine komplett neue Welt. Wir haben vielleicht das Thema 40 Jahre fallende Zinsen im Trend hinter uns. Wir haben natürlich die großen Themen Verschuldung und. Also wir haben unheimlich viele Themen und dementsprechend ist es natürlich wichtig, hier ein vernünftiges Set zu haben, professionellere Einordnung seiner Vermögensstrategie und da hilft in vielen Fällen wirklich mal dieses Thema auch mal aufschreiben für sich. Das ist ja nicht rechtsverbindlich. Wir machen das eigentlich mit vielen Kunden, dass sie es einfach aufschreiben in so einem Excel-Sheet, wie sie es gerade gesehen haben, um zu sagen, okay, wir wollen uns nicht in positiven oder in negativen Phasen prozyklisch von guter oder schlechter Stimmung, von guten oder schlechten Nachrichten in eine Portfoliostruktur hineinbewegen, die überhaupt nicht zur Vermögensstruktur passt, die gar nicht vielleicht auch zur finanziellen Risikobereitschaft und Naturell des Anlegers passt, weil das ist alles so lange in Ordnung, wie Sie keine starken Kursrückgänge haben. Wenn Sie dann Kursrückgänge haben, dann steigt der emotionale Druck und dieser emotionale Druck, der führt eben leider Gottes dann häufig eben zu Fehlentscheidungen. Ja, meine Damen und Herren, das war soweit der Teil des Vortrags. Es war jetzt relativ viel reingepresst. Dementsprechend, ich glaube, jetzt eine gute Möglichkeit, Fragen zu stellen. Genau, haben wir schon eine Frage. Sehr geehrter Herr Leichtweiß, ich gehe in 2 Jahren in Rente. Ich halte meine Mittel zurzeit größtenteils Cash, beziehungsweise Aktien mit hohem Dividendenanteil. Was sagt uns das jetzt? Ja, also auch hier wäre jetzt wiederum die Frage, ja, wenn Sie Anlageentscheidungen treffen, Gesamtvermögensbezug, also unter Einbezug der Rentenanwartschaften, unter Einbezug von vielleicht der vorhandenen Immobilienvermögen oder eine isolierte Betrachtung bezüglich der
analysierte Betrachtung bezüglich der Depotwerte. Das muss man natürlich einfach mal sauber definieren. Ja. Dann auch das Thema Cash hat natürlich auch die Thematik. Sie haben damit rein rechnerisch überhaupt keine Möglichkeit, auch langfristig natürlich die Kaufkraft zu halten, weil die Inflation ist offiziell bei 2%, inoffiziell in Abhängigkeit ihres Lebenswandels wahrscheinlich noch ein Stückchen höher. So, und dementsprechend gibt es vielleicht mal zu definieren, was ist wirklich Kapitalanlage, was ist Rücklage. Für die Rücklage muss man momentan akzeptieren, dass kein Kaufkrafterhalt möglich ist, weil die Renditen im sicheren, festverzinslichen Bereich, die geben es einfach nicht her. Aber wenn man zu viel Liquidität hält, weil man keine Entscheidung treffen konnte, das ist natürlich langfristig nachteilig. Die BWLer sagen ja auch gerne, der Siedepunkt der Liquidität ist der Gefrierpunkt der Rentabilität. Und ich glaube, es ist natürlich in der heutigen Phase dann das Thema. Emotional, was da helfen kann, ist zum Beispiel nicht auf einen Schlag zu investieren, sondern eben laufend, also eben ratierlich, also sprich im laufend quasi seine Vermögenspositionen aufzubauen. Also ähnlich der Effekte, wie sie auch im Sparplan hatten. Und das gilt übrigens auch für Personen, die kurz vorm Ruhestand stehen, kann eine sinnvolle Sache sein, quasi über Sparpläne nochmal die Aktienquote ein bisschen anzuheben. Also sprich vor dem Ruhestand sukzessive Aktienquote ein bisschen runter, um das Risiko zu reduzieren, dass sie einen Aktienmarktcrash haben, bevor sie in Rente gehen, der ihr Ruhestandskapital erheblich reduziert. Und dann quasi von dieser sicheren Position wieder über Sparpläne, also laufende Investitionen, wieder Aktienmarktabhängigkeit herstellen, weil natürlich heute auch ein 60-Jähriger nochmal locker 20, 25 Jahre Anlagehorizont hat. So, meine Damen und Herren, gibt es noch weitere Fragen? War jetzt zugegebenermaßen auch ein bisschen technisch. Oder war es zu schnell oder zu viel? Feedback ist immer gut. Ja, meine Damen und Herren, wunderbar. Wenn dann keine Fragen mehr sind, dann darf ich Ihnen allen noch einen schönen Abend wünschen. Kommen Sie gut nach Hause, beziehungsweise genießen den Sommerabend noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben ja noch mal verlängert Sommer bis zum Wochenende. Ansonsten, wenn Fragen sind, natürlich ganz normal in der Community oder wie gewohnt auch per Mail. In diesem Sinne, wenn ich jetzt die Aufzeichnung mit Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.